Yo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start und ja, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Vlog-Time. Ich bin noch etwas müde, ich komme gerade vom Einkaufen, gehe jetzt wieder weiter einkaufen und ihr seht schon, ein kleines Retagebärtchen. Bin ein bisschen faul geworden, aber YOLO, mach ich heute Abend weg, denn heute gibt es ja keinen Stream. Und ja, heute gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Was gibt's zu erzählen? Ich will mich ziemlich kurz fassen. Gleich geht's nämlich, wie gesagt, zum Einkaufen. Danach wollen wir noch Daisy aufnehmen. Muss geschnitten werden, muss alles heute fertig gemacht werden. Weil Donnerstag bin ich wie immer arbeiten, ganzen Tag unterwegs, komme spät abends, dann noch Stream. Freitag morgens bin ich auch weg, also gar keine Zeit sonst, das wann anders zu schneiden. Deswegen, Leute. Das Thema heute ist H1Z1. Vielleicht haben das die ein oder anderen mitbekommen. Vor 2, 3, 4 Tagen wurde der Release-Termin bekannt gegeben. War ja immer so ein, ja, sag ich mal, so ein Thema, so, ne? Wurde mal, ich glaube, letztes Jahr im Sommer angeblich oder Vermutung bekannt gegeben, dass releasen sollte. Wurde es natürlich nicht. Die Entwickler haben gesagt, wir releasen das erst, wenn das so weit ist, dass es spielbar ist. Also jetzt nicht wie die Standalone zum Beispiel, sondern dass es wirklich. Ja, was heißt nicht wie die Standalone? Die Standalone ist spielbar, aber es sollte nicht so wie die Anfangsversion des Standalone sein, dass die ganzen Server abstürzen, alles so. Deswegen, ja, haben die jetzt angekündigt, am 15. Januar wird es erscheinen. Könnte ein DayZ-Nachfolger sein, könnte auch nicht sein. Der Entwickler sagt, sie wollen sich von DayZ abheben, das heißt, sie wollen nicht mit DayZ verglichen werden, sondern was Eigenes sein. Sie wollen ein MMO-Zombie-Survival-Game sein. Das bedeutet also, was heißt MMO-Zombie-Survival-Game? MMO-Zombie-Survival-Game heißt für mich selber irgendwie mit Leveln und so, weiß nicht, mit ganz vielen Online-Leuten, also. Leveln? Weiß ich nicht, ob Leveln. Auf jeden Fall Multi-Massive Online heißt es ja, MMO. Und die haben gesagt, ach, die haben so viel gesagt. Was sie davon einhalten können, wissen wir nicht. Die haben gesagt, wir können am Anfang des Release, also wird natürlich wieder eine Alpha oder eine Beta sein. Die haben gesagt, es wird kein fertiges Produkt geliefert, sondern ein Entwicklungsstadium. Wird 20 US-Dollar kosten. Man kann auch mehr bezahlen, um dann irgendwelche Features zu erhalten für Zonen oder so. Da weiß man noch nichts von. Also da muss man warten, bis sie da mehr sagen werden. Was aber auf jeden Fall mitkommt, sind Autos und so wird das alles geben. Es soll eine mega große Map geben. Insgesamt haben sie gesagt, dadurch, dass es eine MMO geben wird, ich habe mal hier mein Handy, kann ich das nachlesen. Warum war es hier? H1Z1 soll laut Smedley, also dem Entwickler, mit einer 64.000 Quadratkilometer großen Spielwelt starten. Bezweifle ich, bezweifle ich, bezweifeln sehr viele. War wahrscheinlich ein Fehler. Der Beitrag ist hier jetzt von Reddit, ne? Denn wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht mit DayZ, hat eine 225 Quadratmeter. Quadratkilometer, Entschuldigung, Quadratkilometer große, ich glaube zwar 225 Quadratkilometer großen Zonen. Deswegen, also ob das so im Endeffekt groß ist, weiß ich nicht. Vielleicht meinen die nur 64 Quadratkilometer großen, Quadratkilometer großen. Also ich schätze, es wird ein bisschen kleiner als die DayZ Map am Anfang schon sein, aber die wollen das immer weiter entwickeln, also immer mega groß halten. Finde ich cool, also da. Das Prinzip kann man nicht so wirklich erkennen, wie es sein soll. Könnte so wie Borderlands sein, also so eine Open World. Es könnte, also was heißt Open World? DayZ ist ja auch Open World, aber halt so ein bisschen mit diesem, ne, Verfahren, so dass gewisse Zonen einfach mehr Zombies beinhalten, schwerere Zombies, sowas. Man kann es noch nicht sagen. Ich muss sagen, ich habe mir am letzten Sommer irgendwann haben die das mal gestreamt. Da haben die 2 Stunden Stream gemacht. Da haben die gezeigt, dass die ganzen Zombies, also die waren noch nicht fertig, das haben wir natürlich alles gesehen. Aber man hat gesehen, die Autos zum Beispiel, die haben alle schon perfekt funktioniert. Also man konnte fahren, da gab es, da hat man in der Standalone noch nicht mal von Autos gesprochen und so. Deswegen, ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass es das auf jeden Fall Spaß machen wird. Ich muss aber sagen, mir hat auch zum Beispiel Warzy sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn da die ganzen Cheater waren und das am Anfang ein bisschen enttäuschend war. Hat es mir durchgängig Spaß gemacht, weil ich diese Engine gemocht habe, weil es auch nicht so laggy war oder so dieses Desinkhafte wie bei DayZ. Ja. Deswegen, Leute, H1Z1 ab 15. Januar wird auch bei uns gespielt. Ich denke mal, wir werden das sowohl auf YouTube als auch natürlich auf Twitch machen. Keine Angst, DayZ bleibt trotzdem weiterhin, weil die Leute sagen ja, irgendwann vergisst du DayZ. Nein, DayZ wird trotzdem weiterhin bleiben. Wir werden jetzt auch nach dem Einkaufen, das heißt also.
in ungefähr so 2 Stündchen werden wir wieder aufnehmen. Wir haben uns entschieden, was Neues zu bringen. Wir haben einen coolen Server gefunden. Wir haben uns mal die meistgespieltesten Server ausgesucht. Haben da mal einen gefunden. Ist ein... Normal heißt es ja Oripoch Server. Das ist aber ein... Epochins hat sich der Server genannt. Da gibt es so viele neue Features. 600 verschiedene Gebäude, die man bauen kann. Und so neue... Crafting-Teile. Wir versuchen euch so viel es geht vorzustellen. Wie gesagt, diese Woche leider sehr wenig Zeit, was Aufnehmen alles angeht. Sollte ich das nicht schaffen, dann kommt natürlich wieder, ich habe noch sehr viel Material vom alten, vom Tschernobyl. Aber Leute, lasst euch überraschen, was kommt. Sonst Freitag 14 Uhr das AC-Video. Wollen wir den Video beenden, ne? Schöne Woche euch noch. 2 Tage, dann ist Wochenende. Haut rein. Ciao.